Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem schönen Planeten hier zu Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muku. Und ich habe überhaupt keinen Schimmer mehr, wo wir hier waren. Zum guten Glück habe ich mir das letzte Mal ja hier markiert, wo wir durch müssen. Hier zuerst mal zur Anomalie, dann zu den Trümmern und schlussendlich hier zu unserem Questziel der wissenschaftlichen Einrichtung. Wir haben ja schon verschiedene Bunker hier durchsucht und ein paar nette Dinge gefunden und eine Menge Husks. Ja, gute Farbkünste haben die übrigens. Tja, und nun ist die Frage, wer hat das hier alles verursacht? Und mir ist gleich in den Sinn gekommen, wir wollten ja die letzte Folge noch kurz zu dieser Anzeige dort rauf, nämlich dem Mineralvorkommen. Denn das bringt uns schön Kohle. Kohle brauchen wir, denn wir wollen ja schlussendlich irgendwann mal unsere Spectra-Ausrüstung aufrüsten. Und dazu brauchen wir Fettkohle. Wow. Man sollte hier ein wenig aufpassen. Habe ich das schon mal erwähnt? Kann das sein? Habe ich das? Wow, Marco. Boah, wow. Also irgendwie doch Respekt für den Marco, dass der so eine Fahrt hier aushält. Aber gut, der ist ja konzipiert für solche Fahrten. Sichern den Punkt. Ah, Fremdensystem. Oh, Gold. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Aber das hier schon. Und zumindest ein gewisser jemand wird hier den Hinweis verstanden haben. Schwermetallvorkommen. Boah, schön Kohle hier. I like it. Also, nein, nicht Kohle, sondern Gold, aber naja, passt auf jeden Fall. Und wir düsen hier über die großen Berge. Boah, hier raufzukommen ist ja schon eine Tortur, wenn man es denn überhaupt schaffen kann. Ich habe so das Gefühl, wir haben ein Problem. Kann das sein? Gibt es hier irgendwo eine Strecke, wo wir vernünftig durchkommen? Sieht fast nicht so aus, außer hier unten rum und dann rüber zu den Trümmern. Wir könnten zuerst die Trümmer machen, dann das Forschungslabor und am Schluss noch die Anomalie, weil die ist jetzt hier nicht so dringend. Es ist nur die Frage, wie kommen wir da am gescheitesten hin? Wir haben uns natürlich hier ordentlich verbaut, dank meiner super tollen Aktion hier. Aber gut, wir werden es hier schon schaffen, rauszukommen. Und ansonsten, wenn es allzu lange dauern sollte, überlege ich mir, das ganze Zeug rauszuschneiden bei den Planetenmissionen mit dem Rumfahren. Vor allem, wenn man natürlich nicht mehr rauskommt, so wie ich. Yay! Aber ich denke, das kriegen wir schon hin. Da kann ich ja schon mal, solange wir versuchen, hier rauszukommen, darüber sprechen, wie es weitergehen wird. Sie müssen umdrehen, Commander. Sie befinden sich außerhalb des Einsatzbereiches. Mir egal. Ich hoffe, hoffentlich killt das uns jetzt nicht. Solange wir einigermaßen schnell wieder reingehen. Oh, oh. Bitte don't kill me. Nicht in den letzten paar Metern hier. Oh! Komm schon, Marco, enttäusche mich nicht. Du bist mein Held. Jawohl, wir sind wieder drin. Boah. Also dieser Planet hier sieht zwar cool aus, aber ist einfach nur nervig zum hier rumfahren. Mit meinen Fahrskills vor allem. Irgendeine Bergziege hätte hier bessere Chancen als ich. Nun gut, auf jeden Fall, wie geht's jetzt hier weiter? Wir wollen noch etwas Nebenmissionen machen. Allerdings soll das Ganze ja nicht zu eintönig werden, weil die Nebenmissionen sind ja hauptsächlich mit dem Marco rumfahren. Irgendeinen Bunker ausplündern, ein paar Dialoge führen und stuff und dann geht's eigentlich wieder von vorne los. Tja, also werden wir hier noch etwas Nebenmissionen machen zu Cerberus unter anderem und dann werde ich irgendwo dazwischen noch die Mission mit Liera schieben, also die Artemis Tau System, das kann ich gleich verbinden mit der Ausräucherung des Söldnernest. Warte mal kurz. So. Schöne Aussicht, by the way. Geradeaus werden wir dort und dann rechts die Forschungsanlage. Boah. Ich glaube, wir kämen hier sogar leichter zur Forschungsanlage. Komm, machen wir das zuerst. Jo, auf jeden Fall gibt es dort noch diese Söldnerbasis.
die wir ausräuchern können. Also diese Söldnerbossen, die sind ja von zwei Söldnerbossen. Das werden wir auf jeden Fall noch machen. Und natürlich das mit Liero, dann noch ein paar Nebenmissionen dazwischen schieben, den Doktor vielleicht. Von Garrus können wir noch eventuell eine Nebenmission kriegen, mit dem müssen wir sicher noch reden. Allgemein werde ich noch etwas mit den Leuten auf der Normandie quatschen, also auch mit Liera dann, wenn wir sie im Team haben. Das ist schon wieder eine Mine, das zur Hölle. Wie sieht es eigentlich mit der Kohle aus? Jo, okay, komm. Die eine Mine können wir lassen, sonst wird es wirklich boring. Ja, auf jeden Fall werden wir mit den Teammitgliedern noch etwas quatschen bekommen, vielleicht die eine oder andere Quest, die wir machen können. Und dann werden wir, wenn wir genügend Stuff haben hier, natürlich auch mal nach Wirrmeier gehen, denn mit Wirrmeier geht eigentlich der Hauptzweig der Hauptstory weiter, aber davor will ich mindestens Liera schon mal haben. Okay, dort oben sehe ich die Forschungseinrichtung. Schauen wir mal, wie wir am gescheitesten näher kommen. Jo, und ich denke, das ist eigentlich am angenehmsten, wenn man so etwas Abwechslung dazwischen hat, ein paar Folgen hier Nebenmissionen, dann wieder etwas Hauptquest und so weiter und so fort. Und eben vor allem, weil es hier in Mass Effect 1 so unglaublich viele Planetenerkundungsmissionen gibt, die ich natürlich nicht alle machen werde können und auch ehrlich gesagt nicht so viel Lust drauf habe, alle zu machen. Aber es gibt da ein paar doch interessante Nebenmissionen, die sich eindeutig lohnen. Joa, Creeper. Aber Keeper gibt's ja auch. Wären wir hier schon mal. Mal schauen, was hier schönes alles drin ist. Hier hat es Deckung draußen. Das schaut nicht gut aus. Aber mal sehen. Wir wissen ja nicht, wie es im Gebäude selbst aussieht. Aber wahrscheinlich wird es sonst wieder von diesen Creepern wimmeln. Und natürlich den netten Husks. Oder möglicherweise Cerberus Leuten. So. Okay. Sieht interessant aus. Tatsache. Muss man lassen. Also, ja, nicht schlecht. Hier war ich tatsächlich noch nie. Man glaubt es kaum. Mass Effect so oft schon gespielt. Aber wie schon gesagt, es gibt so viele Nebenmissionen. Es ist fast unmöglich. Also man hat natürlich die Todesgeduld, hier alle zu schaffen. Aber bevor wir reingehen, speichere ich nochmals kurz. Einfach aus dem Grunde, dass ich nicht den ganzen Weg nochmals fahren will, weil auf Planetenmission ist das manchmal ein wenig anstrengend und da verstehe ich es, dass die PC-Spieler natürlich hier die Schnellspeicherfunktion gerne haben, was hier auf der PlayStation leider nicht geht, aber es geht ja auch relativ schnell, also von dem her kriegen wir das hin. Okay, da vorne sind Feinde, vorbereiten und go! Okay, solange es nur diese Creeper hier sind, geht's, ja. Nur etwas vorsichtig sein, nicht zu nahe. Dann kriegen wir die schon. Okay, von hinten, Rex erledigt den schon. Darum habe ich den gern dabei. Ich hoffe, man versteht mich hier überhaupt während den ganzen Rumgeballere. Weil in der letzten Aufnahme dünkte es mich ein wenig laut, aber ich kann ja mal schauen, falls es zu laut ist, dass ich ein wenig runterfahre mit dem Ingame-Sound, aber da müsst ihr mir helfen und selbst noch Bescheid geben, wenn es euch zu laut ist, wenn es perfekt ist, einfach mal in die Kommentare schreiben, ich bin froh über jedes Feedback. Und natürlich auch sonst über eine Bewertung des Videos, wie ihr es allgemein findet. Und wenn es euch gefallen hat, natürlich einen Daumen nach oben. Aber das muss ich euch ja nicht sagen. Das solltet ihr eigentlich selbst wissen. Nun gut, hier wären wir. Dort drüben ist wohl das Questziel. Das heißt, wir gehen hier durch. Oh, oh. Also, hier ist es echt interessant. Wow, cool. Solche tragen, was auch immer, medizinische Kapseln.
Und natürlich eine Menge Spende hier mit Millionen von Sachen. Wir werden wohl zwischendurch noch eine Einkaufstour machen müssen. Gegenstandslimit. Oh, ja gut, wir sollten tatsächlich bald verkaufen oder einen Teil in Universalschild umwandeln. Und wisst ihr was? Sobald wir diese abgeschlossene Kiste durchsucht haben, werden wir ein paar Gegenstände in Universalschild umwandeln. Das können wir so oder so immer wieder brauchen. So 140 Gegenstände und eine Menge Kohle. Was haben wir wohl am meisten? Wahrscheinlich von diesen Sturmgewehren hier. Da gibt es sowieso arsch viele. Und wir haben ja inzwischen mit der Thunder 6 hier doch ein mächtiges Gewehr. So, was haben wir sonst noch? Ja, da entdeckt man noch Sachen. Bei Rex will ich noch kurz schauen, wegen der Schrotflinte. Yep, das ist eindeutig besser hier. Dann zurück zu mir. Dann werden wir die restlichen Schrotflinten mal los. Also zumindest ein Teil. Vielleicht behalten wir noch ein paar. Die können wir dann auch verkaufen. Mr. Geldgeil braucht Schrotflinten. 45 Universalschäl hätten wir und auch wieder etwas Platz im Inventar. Das hört sich doch ganz gut an. Nun gut. Questziel. Retter? Gott sei Dank. Sehen Sie? Ich habe doch gesagt, dass jemand wegen des Signals kommen würde. Mein Name ist Dr. Ross. Ich bin hier die leitende Forscherin von Exogeny. Wir sitzen seit Tagen hier fest und langsam geht uns das Essen und Wasser aus. Sie kommen gerade rechtzeitig. Nicht so schnell. Zuerst müssen Sie mir sagen, warum es hier von Torianischen Creepern wimmelt. Woher wissen Sie über den Torianer? Es gibt ja nicht zufälligerweise eine Million Creeper da draußen und, nun ja, ich war auf Pharos. Ich weiß, was Exogeny vorhat. Ich habe gesehen, was dieser Torianer den Kolonisten angetan hat und ich habe ihn vernichtet. Dann ist unser Geheimnis nun keins mehr. Ich muss nicht lügen, da Sie das Schlimmste bereits wissen. Die Creeper hier wurden mit Hilfe veränderter Proben von den Exemplaren auf Pharos geschaffen. Wir fanden einen Weg, sie in fügsame, gehorsame Diener zu verwandeln. Bis vor einigen Tagen war alles in Ordnung. Dann drehten plötzlich alle Creeper durch. Nur wenige von uns haben es bis in diesen Raum geschafft. Könnten in der Basis noch weitere Leute am Leben sein? Das bezweifle ich. Da draußen sind zu viele Creeper. Sie hätten keine Chance. Wir sind die Einzigen, die noch übrig sind. Warum haben Sie keine Nachricht geschickt und um Hilfe gebeten? Wir hatten nichts als dieses Signal vom Notsender. Dies ist eine geschlossene Kommunikationsbasis. Exogeny war besorgt, dass ein am Projekt beteiligter Geheimnisse an einen Konkurrenten verkaufen oder uns den Behörden melden könnte. Wir können nicht direkt mit der Außenwelt kommunizieren. Wir haben nur den Notsender. Er schickt ein allgemeines Notsignal zur Exogeny-Anlage auf Pharos. Sie sollen uns dann innerhalb von 24 Stunden ein Team schicken. Aber offenbar haben sie jetzt ganz andere Probleme. Definitiv. Abgesehen davon, wenn man Scheiße baut, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man abgeschnitten ist und auf sich allein gestellt. Wissen Sie, warum sie sich gegen sie gewandt haben? Vielleicht gab es immer noch eine Verbindung zwischen den Creepern und dem Torianer auf Pharos. Der Torianer war anders als jede Lebensform, die wir je studiert hatten. Ich kann nicht erklären, wie es geschah, aber als er starb, haben es wohl einige der Creeper hier gespürt. Das wäre aber eine krasse Reichweite. Ich habe alles Nötige gehört. Hören Sie, ich weiß, dass das, was wir hier getan haben, falsch ist. Ich gebe es zu. Aber es ist jetzt vorbei. Es macht keinen Sinn mehr, es den Behörden zu melden, oder? Nun gut, die Creeper sind alle tot, aber es ist schon etwas übel und vor allem auch Cerberus-like schon fast. Sie hatten bei diesem Projekt das Sagen. Die Sicherheit Ihrer Leute war Ihre Verantwortung. Sie haben ihnen vertraut. Und Sie haben dieses Vertrauen verraten. Seien Sie vernünftig. Ich wollte nicht, dass so etwas passiert. Und wem nützt es, wenn ich jetzt ins Gefängnis komme? Normalerweise würde sich Exogeny um mich kümmern, aber sie haben offenbar genug damit zu tun, die Sache auf Pharos gerade zu bügeln. Aber ich habe Geld. Ein Notgroschen, den ich angespart habe. Er gehört Ihnen, wenn Sie uns gehen lassen. Nee, das lassen wir mal sein.
Die Opfer hier haben Gerechtigkeit verdient. Ich muss sie festnehmen. Das wird nicht passieren. Feuer eröffnen! Feuer eröffnen! Mühsame Exo-Jenny-Mitarbeiter. Naja, was soll's. Na, los jetzt. Wenn sie nichts drauf haben, sollen sie sich nicht mit uns anlegen. Eine Granate, viel Spaß und so. Noch was eine. Ist das? Entdeckung! Jo! Die zweiklassigen Söldner von Exo-Jenny hatten keine Chance gegen die gut ausgebildeten Marines der Allianz. Also, ein Marine der Allianz, ein Kroganer und ein Turianer, um genau zu sein. Nachdem der letzte Wissenschaftler tot ist, gibt es keinen Grund mehr, sich hier aufzuhalten. Yo, habt ihr euch den angeschaut? Sicher! Ich glaube, die Granaten feiere ich trotzdem langsam, auch wenn sie nicht wirklich effektiv sind, aber hey. Das war noch ein Medizininterface. Vielleicht was für Garrus. Da schaue ich doch gleich mal nach. Sobald wir hier die erste Hilfestation durchhaben. Gut, das hätten wir. Also, Garrus. Genau. Oh, es gibt sogar inzwischen eine 7. Ja gut, dann nehm doch mal die hier mit. Sehr gut. Sehr gut. Dann hätten wir hier die Exo-Jenny-Anlage ausgeräuchert. Also ihr seht, es gibt doch einige, die hier ähnlich handeln. Cerberus experimentiert an Menschen rum. Exo-Jenny genauso. Und das ist nur der Anfang. Also es geht schon recht krass zu hier im Mass Effect-Universum. Und man muss immer Acht geben, wem man hier vertraut und wem nicht. Aber wenigstens hatten sie hier eine schicke Bar im Eingangsbereich. Ist ja auch was. Aber genützt hätte sie nichts gegen die ganzen Creeper. So, raus hier. War eine recht zügige Mission, muss man sagen. Ich schaue noch kurz nach, was bei dem Trümmer und bei dem anderen Teil war, wenn wir einigermaßen gut da hinkommen. Ansonsten lasse ich es, weil zu mühsam und so. Und nur wegen dem Ding dort drin hinzufahren. Was ist mit der Sprache los? So, ist halt auch so eine Sache. Aber wir haben noch etwas Zeit in der Folge, also denke ich, machen wir das noch kurz. Dann können wir das Ganze hier in dieser Folge abschließen. Und in der nächsten Folge spätestens geht es dann weiter in der nächsten Nebenmission. Oder vielleicht mal mit den Gruppenmitgliedern quatschen und verkaufen. Da muss ich noch schauen, wie es mich am besten packt. Aber hier kommen wir einigermaßen gut rüber. Von dem her sollte das gehen. Ja gut. Makro-Steuerung for the win. Aber dort unten ist schon eine abgestürzte Sonde oder was auch immer das sein soll. Wahrscheinlich eine Sonde. Ist es zumindest meistens. Bei dem Trümmerobjekt. Aber das kann sich dezent unterscheiden. So, da wären wir bei der abgestürzten Sonde. Mal schauen, ob Garrus Elektronikfähigkeit genügend hoch ist. Ist sie? Und wir haben es geschafft. Ein paar nette Dinge bekommen und ja, schon wieder die Gegenstandsmeldung. Okay, wir verkaufen in der nächsten Folge definitiv. Übrigens, hier oben hat es noch Aliens. Zwar ziemlich nette Viecher, wenn man so bezeichnen will. Keine Ahnung, eine Art Reh oder was auch immer mit einem Fuchs gemischt und zwei Händen vorne dran. Ja gut. Ich meine, wir sind hier auf einem Planeten am Rande der Galaxis. Da kann sowas schon mal vorkommen. Ihr müsst euch ja auch mal vorstellen, wie seltsam wir auf andere Außerirdischen wirken müssen und alleine schon unsere Tiere, die wir hier auf unserem schönen Planeten Erde haben, sind schon für uns zum Teil recht seltsam. Wenn ihr da wisst, was es sonst noch alles für Viecher gibt. Es gibt ja auch zig Arten, von denen wir keinen Plan haben, hauptsächlich noch im Ozean lebend auch. Indem er, weil das so tief ist, dass man da gar nicht erst rankommt. Und wenn man dann denkt, diese ganzen Alien-Spezies, was es da sonst noch alles geben müsste, boah.
allgemein eigentlich noch eine nette Frage. Glaubt ihr an Aliens oder ihr nicht? Das ist immer so eine nette Frage und ich meine jetzt nicht unbedingt da diese grauhäutigen Riesenpupillen-Aliens, die man sonst ja gerne aus Hollywood-Filmen kennt und ähnliche, sondern vielmehr halt im allgemeinen den Begriff Alien halt als fremde Spezies auf einem anderen Planeten, also generell einfach eine Lebensform. Ich würde jetzt mal sagen, die Wahrscheinlichkeit ist extrem hoch, dass es irgendwo halt in der Galaxis, im Universum noch welche gibt. Die Frage ist halt nur, in welcher Form. Dass sie genauso zweibeinig sind und zweiarmig und einköpfig und was auch immer, wie die Menschen, ist eher anzuzweifeln. Aber man weiß ja nie. Nun gut, was haben wir hier denn Schönes? Uralte Trümmer. Okay, gefunden. Turianische Insignien gefunden. Diese Rettungskapsel ist zur Hälfte unter Material verschüttet, das von den Bergen heruntergespult wurde. Obwohl sie augenscheinlich schon Jahrhunderten hier liegt, wird der Computer immer noch mit Energie versorgt. Indem sie eine Verbindung mit ihrem Kampfanzug hergestellt haben, konnten sie Daten mit Informationen über die Trakia-Kolonie sichern. Schön! Auch etwas, das man irgendwann mal nachlesen kann, mache ich im Let's Play direkt selbst nicht, weil es wäre einfach viel zu viel. Das ganze Zeug im Codex drin. Aber vielleicht geben mal, Sie mir Deckung. Wenn ihr es wünschen würdet, in der Extra-Folge, kann ich da noch was vorlesen. Aber hier im Let's Play drin wäre es einfach viel zu viel. Und es ist zum Teil absolute Nebeninformation, die halt mit der Hauptstory an sich nichts zu tun hat. Natürlich sehr interessant sein kann. Hier halt auf die turianischen Kolonien bezogen. Jede Alien-Spezies und auch die Menschen haben Kolonien überall in der Galaxis und da hat es natürlich verschiedene Zusammenhänge und das hat auch mit der Kultur zu tun. Und soweit ich weiß, sind gewisse Gesichtstattoos oder Merkmale, was es genau ist, weiß ich jetzt nicht, bei den Turianern auch abhängig von der Kolonie, wo sie herkommen. Von dem her ist es doch schon eine interessante Sache. So, hier wären wir an Bord der Normandy und damit schließe ich hier diese Folge ab. Das war wieder mal Let's Play Mass Effect, kommentiert von eurem Count Muku. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao.